Bei einer Analyse wurde festgestellt, dass 16 Millionen E-Mail-Accounts gehackt wurden. Wie ihr herausfinden könnt, ob ihr auch dabei betroffen seid, seht ihr in diesem Video. Als erstes startet ihr einen Internetbrowser. Ich benutze jetzt mal Chrome, weil mit Safari jetzt nicht geklappt, da die Seite im Moment ziemlich überlastet ist. Hier stehen dann auch nochmal Informationen darüber, dass 16 Millionen gestohlene Identitäten entdeckt wurden. Und hier drunter müsst ihr noch akzeptieren, dass eure personenbezogenen Daten und so an die gesendet werden. Jetzt gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse ein. Und klickt auf Überprüfung starten. Das könnte ziemlich lange dauern teilweise und vielleicht auch zwischendrin mal Verbindungsabbrüche. Dann geht ihr einfach auf zurück und macht das Ganze nochmal. Das liegt daran, da im Moment ziemlich viele Leute ihr Postfach überprüfen lassen und der Server von denen ziemlich überlastet ist. Leider kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie es aussieht, wenn die E-Mail ab, also wenn eure Anfrage abgeschickt wurde. Aber falls ihr danach eine E-Mail von denen bekommt, heißt es eben, dass euer E-Mail-Postfach gehackt wurde. Und dann solltet ihr euer Windows neu installieren und einen Bootvirenscanner verwenden, der euren kompletten PC durchsucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Abonnent wissen. Danke fürs Zusehen und ciao!